Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und heute starten wir mit Pikmin. Ich habe Pikmin 3 gespielt, tatsächlich, vor längerer Zeit mal, auf der Wii U. Aber die ersten beiden Teile habe ich noch nie gespielt und da dachte ich mir, wenn die jetzt schon für die Switch veröffentlicht wurden, dann spiele ich die doch mal. Falls ihr euch wundert, was mit Super Mario Bros. Wonder ist, ja, ich bin da gerade immer noch dabei zu versuchen, das letzte Level zu schaffen und da ich das nicht noch weiter auf mehrere Folgen aufsplitten wollte, dachte ich mir, fange ich mal mit Pikmin an und wenn ich dann irgendwann das Level geschafft habe, dann kommt die letzte Folge von Super Mario Bros. Wonder. Aber jetzt starten wir erstmal in Pikmin rein. Let's go. Absturzstelle. Mein Name ist Captain Olimar. Auf meiner Reise durch den Raum wurde mein Schiff von einem Meteoriten getroffen. Ich wurde bewusstlos und als ich wieder zu mir kam, war ich auf diesem fremdartigen Planeten gelandet. Meiner Dolphin fehlen viele Teile. Sie erinnert nur mehr an ein Gerippe. Ein schmerzhafter Anblick für mich. Ihr Antrieb fehlt. Ich bin gestrandet. Um alles noch komplizierter zu machen, melden meine Sensoren, dass die Atmosphäre dieses Planeten aus giftigem Oxygen besteht. Die Reserven meines Lebenserhaltungssystems werden noch 30 Tage reichen. Wenn ich bis dahin die Dolphin nicht repariert habe... Nein, besser nicht daran denken. Ich muss die fehlenden Teile finden. Okay. Ein seltsames Ding zeigt sich mir hier. Ich wollte gerade mit der Suche beginnen, als es erschien. Als ob es auf mich gewartet hätte. Es ließ einen einzelnen Samen fallen. Was ist es? Lebt es? Ist es eine Maschine? Es erinnert mich an ein Gemüse, das wir zu Hause Zwiebel nennen. Ich werde es deshalb einfach Zwiebel nennen. Oh, okay. Da wächst der erste Pikmin. Der Samen, den die Zwiebel fallen ließ, hat sich in der Erde verwurzelt und einen hübschen kleinen Trieb gebildet. Dieser Trieb strahlt ein seltsames Licht aus und schwankt hin und her, ohne einen Hauch von Wind. Ich habe fast den Eindruck, er ruft nach mir. Ich muss einfach mal hingehen und A drücken. Da haben wir unseren ersten Pikmin. Unglaublich, als ich den Trieb pflückte, stellte sich heraus, dass es sich um ein kleines Geschöpf handelte, nicht um eine Pflanze. Ich habe ihm aber zum Glück nicht geschadet. Es steht einfach da und starrt mich an. Es erinnert mich an Pik-Pik-Karotten, die ich so liebe. Ich denke, ich sollte das Lebewesen Pikmin nennen. Da bin ich nun gestrandet auf einem giftigen Planeten, ums Überleben kämpfend und trotzdem bin ich fasziniert. Ich muss dieses interessante Geschöpf unbedingt erforschen. Ich kann es mir schnappen, indem ich A gedrückt halte und es dann durch Loslassen von A werfen. Mit Hilfe von B kann ich es auch zu mir zurückrufen. Vielleicht reagiert es ja auch, wenn ich X drücke oder wenn ich L gedrückt halte und dabei R bewege.
Kann die Kamera... Ja, bla bla, Kamera. Okay. Erstaunlich, die Zwiebel hat weitere Samen gesät. Das kleine rote Gebilde, das das Pikmin geerntet hat, nachdem es die Blume abgeschnitten hatte, dient der Ernährung und der Entstehung neuer Pikmin. Die Zwiebel scheint eine Art Brutkasten zu sein. Unnötig zu sagen, dass ich diese Lebensform gründlicher studieren muss. So, verschieben wir mal diese Box hier. Die Pikmin sind neugierig, wie kleine Kinder. Sie schließen sich zu Gruppen zusammen, die Aufgaben erledigen, zu denen ein Individuum nicht in der Lage wäre. Ein Schimmer der Hoffnung macht sich in meinem Herzen breit, dass ich ihre Fähigkeit nutzen kann. Vielleicht ist es mir möglich, mein Schiff zu reparieren. Meine Studien helfen mir hierbei. Ich pflücke Triebe, indem ich mich ihnen... Jaja, das habe ich schon gecheckt. Da haben wir doch einen Teil. Wahnsinn, es ist wirklich wahr. Der Antrieb meines Schiffes liegt direkt vor meinen Füßen. Durch Zufall bin ich über das wichtigste Teil überhaupt gestolpert. Das Schicksal meint es gut mit mir. Dennoch, wie soll ich es nur zur Dolphin transportieren? Ah, ich glaube, ich habe noch nicht genug, wa? Ja. Ich habe noch nicht genug. Ich brauche noch ein paar mehr Pikmin. So, dann bringen wir mal den Antrieb zur Dolphin. Oh Wunder, mit Hilfe der Pikmin habe ich einen großen Schritt Richtung Heimat machen können. Mein Schiff kann wieder abheben. Der kleine Funke Hoffnung wird zu einer Flamme. Die Suche, sie beginnt morgen. Ein Tag seit Absturz. Irgendwie ist es mir gelungen, mit der Dolphin abzuheben. Die Zwiebel schwebt zu meinem Erstaunen neben mir. Vielleicht können die Pikmin nachts nicht auf der Oberfläche ihres Planeten überleben. Oder begleiten sie mich aus anderen Gründen? Wie auch immer, es scheint so, als würden sie mir morgen wieder helfen. Der Dolphin fehlen noch 29 Teile. Finde ich sie nicht rechtzeitig, werde ich wohl nicht mehr zu meiner Familie auf Hokkaidō zurückkehren können. Die Analyse zeigt, dass mein Lebenserhaltungssystem noch 29 Tage durchhält. Unter mir sehe ich einen dichten Wald. Er ist der Schlüssel für mein Überleben. Ich nenne ihn den Wald der Hoffnung. Morgen werde ich ihn erforschen. So, okay. Wir können natürlich auch wieder theoretisch zur Absturzstelle zurückfliegen, aber wir sollten uns erstmal den Wald der Hoffnung angucken. Let's go.
Eine Dolphin ist zusammen mit der Pikmin-Zwiebel auf die Oberfläche zurückgekehrt. Ich bin auf diesem fremdartigen Planeten nicht gerne allein. Und so sollte ich wohl die Pikmin aus ihrer Zwiebel herausrufen. Dazu brauche ich mich nur in den Lichtkegel unterhalb der Zwiebel zu stellen und A zu drücken. Okay. Dann... Ihr könnt euch ruhig mal ein bisschen beeilen, ne? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Also, literally, weil der Tag ist halt die Zeitbegrenzung, die ich hab. So, okay. Da haben wir auch unsere ersten Gegner, die Punktekäfer. Ja, ich mache das gerade nicht so gut, ne? Ich verliere gerade ziemlich viele Pikmin dabei, den zu bekämpfen. Okay. So, dann kriegen wir hier mal ein paar mehr Pikmin noch. Sehr gut. Meine Uhr klingelt und zeigt mir, dass es bald Mittag ist. Dann muss ich genau auf das Sonnenmeter auf meinem Monitor achten und mein Vorgehen daran anpassen. Ich sollte immer auf die Monitordaten achten. So, die haben da vorne auch die Brücke fertiggestellt. So, hier muss ich natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil die ja nicht ins Wasser können. Lassen wir das die mal auch mitnehmen und dann sammeln wir auch mal das hier ein. Okay, da haben wir das nächste Teil. Kraftstoffdynamo, damit wird die Sache erhellt. Und die Kerzen haben ausgedient. Ich habe 2 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch 3 finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Dann zerstören wir mal diese Wand hier. So, ich würde jetzt mal hier diesen Kleinen hier ein bisschen weglocken. Komm mal her, hallo, du da. Ja, genau. Komm, nein. Ah, verdammt, jetzt hat er den Großen aufgeweckt. Boah, ich verliere gerade jetzt sehr viele Pikmin durch diese Aktion.
Ach, da haben wir auch die gelbe Zwiebel jetzt. Farbe ist unterschiedlich, aber es handelt sich wohl doch um ein Pikmin. Der erste Blick offenbart, was in einigen Kreisen wohl Riesenohren genannt würde. Sieht außerdem leichter aus als die anderen. Wie unterscheidet sich wohl von den roten Pikmin? Ich muss genauer erforschen. Genau. Ich habe schon wieder eine Pikmin-Entdeckung gemacht. Gerade als ich genau 100 Pikmin im Feld hatte, stoppte die Zwiebel die Abgabe von Samen. Und trotzdem, die Anzahl der Pikmin stieg weiter an. Sind erst einmal 100 Pikmin im Feld, so entstehen alle weiteren Pikmin direkt in der Zwiebel. Aber es können nie mehr als 100 Pikmin im Feld sein. Das heißt in einem Areal sein. Ja. So, Ja. Meine Uhr erinnert mich daran, dass bald Sonnenuntergang ist. Die Pikmin, die in der Nähe der Zwiebeln und der Dolphin warten, werden wohl aus eigenem Antrieb heraus in ihre Zwiebel zurückkehren. Ich muss die Ausreißer zurückrufen, die nicht von selbst zurückfinden. Ich bin überzeugt, dass die gesäten Pikmin in Sicherheit sind, aber ich mag den Gedanken nicht, dass Pikmin nachts sich selbst überlassen sind. So, die bringen das da jetzt noch hin. Das ist ja kein Problem, die sind dann bei der Zwiebel. Zwei Tage seit Absturz. Offenbar sind viele Teile meines Schiffes in dieser Region abgestürzt. Wenn ich nur mein Radarteil finden würde, dann könnte ich meinen Radarschirm benutzen. Meine Chancen würden sich enorm verbessern. Durch Drücken von Plus könnte ich die anderen Teile ausmachen. Hier gibt es offensichtlich viele feindselige Lebensformen. Sollte ich attackiert und mein Raumanzug beschädigt werden, muss ich zum Raumschiff zurückkehren, mich davor stellen und A drücken, um ihn zu reparieren. Wichtig ist es, die Raumanzuganzeige links unten im Bild im Auge zu behalten. Ja, ein paar Pikmin sind jetzt gestorben, aber ich glaube, das ist vertretbar. Das heißt, jetzt haben wir auch die gelben Pikmin. Und dann mal gucken, was wir dann am dritten Tag mit denen machen können in der nächsten Folge. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Bis dann.